Schauen wir uns das Arbeitszeitgesetz an. Wichtig vorneweg ist, das Arbeitszeitgesetz gilt für Arbeitnehmer über 18, also nicht für Jugendliche. Als erstes zur Arbeitszeit. Wir dürfen jeden Tag 8 Stunden arbeiten, mehr nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wir auch 10 Stunden arbeiten an einem Tag. Dann muss ich das Ganze aber ausgleichen, entweder über 6 Monate oder über 24 Wochen, so dass wir dann im Durchschnitt pro Tag wieder nicht mehr als 8 Stunden gearbeitet haben. Zu den Pausenzeiten. Hier müssen wir, wenn wir zwischen 6 und 9 Stunden arbeiten, eine halbe Stunde Pause machen. Arbeiten wir mehr als 9 Stunden, dann müssen wir 45 Minuten Pause machen. Wichtig ist hierbei, ich kann die Pausen aufteilen. Ich kann 2x 15 Minuten machen, dann habe ich meine 30 Minuten Pause erfüllt. Ich kann allerdings nicht 3x 10 Minuten machen, weil eine Pause erst dann als Pause auch wirklich zählt nach dem Gesetz, wenn sie mindestens 15 Minuten beträgt. Wichtig ist auch, dass wir nicht mehr als 6 Stunden am Stück arbeiten dürfen und zwischen Arbeitstagen dann eine Ruhezeit von 11 Stunden liegen muss. Nacht- und Schichtarbeit. Hier ist es so, dass wir werktäglich 8 Stunden arbeiten dürfen, aber auch hier wieder die Möglichkeit haben, auf 10 Stunden am Tag zu erhöhen. Auch hier muss ich dann aber wieder einen Ausgleich schaffen, so dass wir innerhalb eines Kalendermonats oder von 4 Wochen, das kann man wieder festlegen im Unternehmen, 8 Stunden im Durchschnitt an Arbeitszeit pro Tag nicht überschreiten. Dann haben wir noch das Feld Sonn- und Feiertagsarbeit. An Sonntagen und Feiertagen ist prinzipiell keine Beschäftigung zu leisten. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Denken wir zum Beispiel ans Krankenhaus. Arbeiten wir an Sonn- und Feiertagen, ist ein Ausgleich zu leisten. Das heißt, dass wir, wenn wir sonntags arbeiten, innerhalb von 2 Wochen einen Ausgleich bekommen für diese Sonntagsarbeit, bei Feiertagsarbeit innerhalb von 8 Wochen. Wichtig ist auch, es ist vorgesehen, dass jeder Arbeitnehmer mindestens 15 Sonntage pro Jahr auch wirklich frei hat.